Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Long time no see. Ich glaube, ich habe jetzt knapp einen Monat kein Video mehr gedreht. Entschuldigung dafür, bei mir war einfach mega viel los. Ich hatte meine ersten Prüfungen vom Examen. Ich bin immer noch im Lernen drin. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch für meine zukünftige Arbeitsstelle und ich hatte einen Autounfall. Also irgendwie ist mega viel passiert. Und ich habe mal das Video aufnehmen so ein bisschen zur Seite geschoben und hatte dann Zeit, mal so ein bisschen, ja, das Lebensalltagsding mal zu machen und die Videos mal beiseite zu lassen. Und hatte dann auch Zeit, mir über die Videos mal Gedanken zu machen. Und ich meine, ich mache seit 3 Jahren jetzt ASMR-Videos. 3 Jahre, das ist so eine lange Zeit. Und ich habe, falls ihr es gemerkt habt, einige Videos von meinem Kanal genommen, einige alte Videos, aber auch einige neue Videos, weil mir die Videos einfach nicht mehr gefallen haben. Ich habe mir die Videos angeguckt und habe nicht gedacht, cool, das hat mir Spaß gemacht und damit kann ich Leuten was mitgeben. Und das ist mein Ziel, deswegen habe ich diese Videos runtergenommen und nur die Videos drauf gelassen, wo ich finde, dass ich das schon erfüllen kann zum Teil, wo ich euch auch was mitgebe. Aber den Rest habe ich erstmal auf privat gestellt. Das heißt, ihr könnt es nicht sehen. Die sind nicht gelöscht, die sind noch da. Aber ihr könnt sie halt einfach nicht mehr sehen. Und genau, das habe ich gemacht, weil ich einen Monat Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich würde gerne Videos machen. Das macht mir mega Spaß. Und das habe ich auch gemerkt, ich habe es voll vermisst. Und will ich auf jeden Fall weitermachen. Das Problem ist nur, ich möchte andere Videos machen. Ich möchte im Entspannungssektor bleiben und auch so euch Entspannung und so mitgeben, aber auch noch andere Sachen. Ich will euch Mehrwert bieten und euch nicht nur zum Einschlafen bringen mit Geräuschen, die ich mache, sondern, ja, wie gesagt, euch einfach irgendwo mitnehmen, Erlebnisse mit euch teilen und einfach andere Videos für euch aufnehmen. Und da brauche ich eure Hilfe. Ich habe schon einige Ideen, und zwar diese Vlogs, die ich schon mal gemacht habe, finde ich mega cool und möchte ich auch unbedingt weitermachen. Aber ich möchte die mehr in so einem Kino-Stil aufnehmen, also dass ich mehr Acht gebe auf die Kameraführung und wie ich das schneide und so, dass ich da so ein kleiner Profi drin werde. Das ist so mein Ziel. Und da mich auch weiterentwickle. Ich gucke mega viele Videos zu dem Thema, Cinematic Vlogs und so Zeug, weil ich das voll cool finde. Man kann immer was Neues lernen. Und die Videos finde ich auch mega cool zu machen, aber es reicht ja nicht. Vor allem im Alltag erlebt man jetzt auch nicht allzu viel, was man dann alles aufnehmen kann. Deswegen brauche ich euch. Habt ihr Videoideen, Videowünsche, die zu meinem, was ich jetzt gerade sage, passen? Und zwar, dass ich in diesem Entspannungssektor bleibe, aber nicht mehr diese typischen Trigger-Videos mache, wo ich euch mit Tapping und Whispering und sowas in den Schlaf geleite, sondern irgendwas anderes, irgendwas Neues, irgendwas, was trotzdem euch entspannt. Und ja, ich finde diese Cinematic Vlogs, diese Silent Vlogs, wo auch mal keiner spricht, finde ich auch mega cool und interessant. Kann ich mir auch mega gut vorstellen. Weil ich will den Schwerpunkt mehr auf Qualität legen und nicht mehr auf Quantität. Ich habe 3 Jahre fast immer 2 Videos die Woche hochgeladen. Und das ist schon echt eine Menge. Also 2 Videos pro Woche ist schon viel. Und ich habe auch gemerkt, deswegen habe ich so viele Videos runtergenommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir die Videos einfach nicht gefallen und ich da mehr auf die Quantität geachtet habe, dass ich wirklich 2 Videos die Woche hochlade, als auf die Qualität. Und das möchte ich verändern, weil ich finde es viel, viel wichtiger, dass ich mir die Videos irgendwann später nochmal angucken kann und wirklich denke, das ist ein gutes Video. So, wisst ihr, wie ich meine? Und da bin ich jetzt so ein bisschen im Struggle, weil ich einfach nicht so viele Ideen habe. Ja, und deswegen, ja, vielleicht fällt euch irgendwas ein. Vielleicht habt ihr auch schon irgendwas gesehen, was es schon gibt, was euch daran erinnert, was ich jetzt gesagt habe. Schreibt es auf jeden Fall hier in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jede Idee. Weil, ja, die einzige Idee, die ich habe, sind Cinematic Silent Vlogs. Und wie gesagt, im Alltag passiert nicht die Welt. Und
kann nicht jedes Mal aufnehmen, wie ich Wäsche mache. So. Deswegen, ja, wäre mein Wunsch an euch, dass ihr solche Ideen hier in die Kommentare schreibt. Weil das würde mich mega, ja, freuen. Weil ich bin ein bisschen planlos, wie gesagt. Ich habe coole Videos schon gesehen, wo ich mir vorstellen könnte, das zu machen, aber das war alles in diese Silent Vlog-Richtung. Ich möchte auch solche Videos machen, wo ich mehr rede mit euch und es euch trotzdem entspannt. Und deswegen bitte, 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 wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es mega gerne hier in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Lasst mich auch mal wissen, wie ihr dieses Setup hier findet. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich finde es echt ein bisschen cool, bin ich ehrlich. Ich habe das jetzt bei uns im Wohnzimmer alles so aufgestellt und ich bin zufrieden. Sagt mir auch, was ihr davon haltet. Und eure Ideen sind gefragt. Ab damit in die Kommentare. Nee, war nur Spaß. Aber ja, ich glaube, ihr versteht so, was ich meine. Ich liebe ASMR-Videos. Ich gucke selber auch viele ASMR-Videos immer noch an. Auch die Tapping-Videos und die, wo Leute nur am Flüstern sind und alles. Aber ich persönlich will ASMR so ein bisschen weiterbringen und mal was anderes probieren. Roleplays sind auch was Tolles, aber das ist auch nicht so meins. Da fühle ich mich nicht so wohl. Und ja, deswegen sind eure Ideen gefragt. Eure Wünsche. Und ja, damit würde ich auch eigentlich dieses Video schon beenden. Es tut mir mega leid, dass ich die anderen Videos runtergenommen habe. Aber ich hoffe, ich glaube, dass ihr mich da versteht und auch meinen Grund versteht, warum ich das gemacht habe. Ich verstehe, wenn manche von euch vielleicht ein bisschen verärgert sind und vielleicht schauen vielleicht manche von euch dann auch meine Videos nicht mehr so gerne oder manche deabonnieren vielleicht auch meinen Kanal. Das kann natürlich auch sein, es tut mir auch leid, aber ja. Ich finde einfach, dass dieser Kanal mal ein bisschen Pep braucht und ein bisschen mehr, ja, was Neues. Und allgemein das ASMR-Genre, dass man da einfach Entspannung findet, aber in einer anderen Richtung. Und das ist mein Ziel. Und ich hoffe sehr, ihr seid mit dabei auf diesem Weg. Und vielleicht habt ihr ja schon Ideen und schreibt die liebend gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, gute Nacht.